Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz, einer sehr erfreulichen aus der hiesigen Sicht. Woran hat es gelegen? Was hat nicht gereicht heute? Wir haben uns nicht sonderlich schlau angestellt, ganz einfach. Aber zunächst mal Gratulation an Schorsch und Bayreuth für den Sieg, der am Ende sicher auch verdient war, weil er hat mit sehr viel Herz und Kampf gespielt. Und nur wenn man so auftritt, macht man am Schluss auch die wichtigen Würfe. Und das haben sie gemacht und wir haben ganz schlechte Entscheidungen getroffen. Über das ganze Spiel haben wir uns nicht auf die Gangart des Spiels, sage ich mal, eingestellt. Dass Bayreuth hart kommt, war klar, dass die Schiedsrichter sehr viel durchgehen lassen. Das muss man irgendwann auch merken und damit muss man leben. Und wenn man dann trotzdem noch permanent zum Korb zieht und nicht den freien Mann sucht aus dem Penetration, den Ball nicht schnell bewegt, dann bekommt man auch wenig gute Würfe und macht am Ende nur 58 Punkte. Hatten Sie mit der angesichts der Situation in Bayreuth, Trainerwechsel, Josh Kempf an der Bande sozusagen, damit gerechnet, dass das ein besonderes Spiel werden könnte? Ich habe das nicht damit gerechnet, ich habe das gewusst. Ich meine, dass die Woche viel passiert und dass die Woche der Jungs mit dem Rücken zur Wand stehen und mit einem neuen Spieler, der hier bekannt ist, mit auch einem Trainerwechsel, aus welchen Gründen auch immer passiert, gibt immer irgendwo zumindest einen kurzfristigen Push. Dass das Spiel heute nicht, ich sag mal, in spielerischer Hinsicht entschieden wird, das war klar, dass da wird gekratzt, gebissen, dann wird mit aller Härte gespielt und da habe ich meine Jungs, denke ich, auch entsprechend darauf vorbereitet, dass sie sich nicht darauf versteifen können, hier schön Basketball zu spielen. Wir haben zwischendurch unseren Rhythmus gefunden. Wir haben auf die schlechten Phasen gewartet. In der ersten Halbzeit hat Bayreuth im zweiten Viertel eine Phase gehabt, wo es nicht so lief. In der Phase haben wir 0-4-4 Freiwürfe hintereinander gehabt und 2 Turnover. Bayreuth hat in der ersten Halbzeit schon überlegen ausgesehen. Wir hatten ausgeglichen zur Halbzeit. Wir hatten es auch unter diesen ganzen Bedingungen in der eigenen Hand und waren einfach nicht schlau genug am Ende. Okay, gibt es Fragen von den Kollegen? Sonst vielleicht in der zweiten Runde nochmal. Josh Kempf, herzlichen Glückwunsch. Sicher ein ganz besonderer Tag, eine besondere Situation. Wie ist die Gefühlslage? Ja, natürlich gut, keine Frage. Ich bin ja hier nur als Nothelfer eingesprungen. Ich habe genau noch 5 Minuten Dienst, also schnell die Fragen stellen. Dann bin ich wieder Privatmann. Es war ein wichtiges Spiel. Wenn man zu Hause spielt, hat man immer Chance, das Spiel zu gewinnen. Deswegen wollten wir das nicht herschenken und ich denke, wir haben über den Kampf und über den Willen und über den Einsatz das Spiel gerissen. Dass das nicht jetzt spielerisch hochklassig war, ist klar. Aber der erste Sieg in der Liga, das ist immer der schwerste. Und ich denke, dass von hier aus jetzt man vielleicht auch ein bisschen beruhigter die nächsten Spiele angehen kann. Ich hoffe, dass der neue Trainer, wenn er am Montag einsteigt, mit viel Geduld seine Aufgabe annehmen kann, dass man ihn nicht gleich unter Druck setzt. Und dann bin ich überzeugt, dass in der Mannschaft so viel Potenzial steckt, dass wir die Liga halten. Und da gilt es jetzt zusammenzuarbeiten mit dem neuen Trainer, dass es jetzt mit dem heutigen Tag einen neuen Anfang gibt. Sie haben vorher gesagt, die Mannschaft stand mit Herz ist mit Herz an die Aufgabe rangegangen. Wie haben Sie das geschafft? Mussten Sie da viel tun? Sie hatten ja nur ein paar Tage Zeit. Also was kann man machen als Trainer? Man kann sie natürlich motivieren, das macht jeder Trainer, aber letztendlich müssen die Spieler da rausgehen und deswegen würde ich den Fokus jetzt nicht so auf meine Person lenken. Ich denke, heute haben sich die Spieler verdient, genauso gelobt zu werden, wie sie nach dem Würzburg-Spiel zerrissen worden sind. Sie haben heute eine andere Einstellung gezeigt und das liegt sicherlich nicht am Trainer, sondern es liegt an den Spielern. Sie haben Charakter gezeigt. Eine Reaktion, wie man sie erwarten darf, wenn man auf Deutsch gesagt Mist gebaut hat im letzten Spiel. Das haben sie gemacht und insofern würde ich schon sagen, man sollte die Spieler loben und niemand anderen. Und war zu Danny Gibson, der ja auch eine Premiere hatte heute? Ja, sensationell. Also nach einer Woche Training war er der Leader und war sicherlich ein Aspekt, warum wir heute im Spiel überhaupt drin geblieben sind. Ich denke, er kann noch besser. Er hat am Schluss mit den Krämpfen zu tun gehabt.
Das größte Problem für mich war halt das Time-Management, dass wir versuchen, Leute nicht so lange auf dem Feld zu lassen. Das ist, denke ich, ganz gut gelungen, dass keine Einbrüche kommen, dass wir physisch nicht zusammenbrechen. Ich glaube, wir haben sogar am Schluss noch was zusetzen können. Das lag auch daran, dass Leistungsträger zwischenzeitlich halt mal längere Zeit auf der Bank saßen. Das war so gewollt, hat funktioniert, hätte auch schief gehen können, dann wäre ich jetzt hier wahrscheinlich der Angeschmierte. Aber wie gesagt, nochmal, heute sollen die Spieler im Mittelpunkt stehen und ab morgen soll der neue Trainer im Mittelpunkt stehen. Und war es zur Halle noch vielleicht? Sensationell. Aber das war ja nicht überraschend, also da war ich jetzt nicht überrascht. Das war toll, die haben uns wirklich getragen nach vorne und in so einem Kampfspiel braucht man das auch. Ich denke, da hat mancher den Schmerz vergessen, der vielleicht in den Beinen drin war. Tolle Sache. Sie haben gesagt, Sie haben in wenigen Minuten Dienstschluss. Da können Sie eigentlich jetzt mal so richtig über die Schiedsrichter abledern. Nein, habe ich noch nie gemacht. Habe ich noch nie gemacht, werde ich auch nicht machen. Okay. Als Sieger ist es immer ein bisschen leichter, mit den Schiedsrichtern zu leben. Ich war gerade am Schluss mit der einen Entscheidung nicht einverstanden, ohne Grund und ohne Vorwarnung ein technisches zu geben für nichts und wieder nichts, weil ein Spieler sich ärgert, dass er sein fünftes Foul macht und nur eine nicht mal gegen den Schiedsrichter, sondern eine Verärgerung und ihn dafür gleich zu bestrafen in einer Schlussphase, wo es auf das Messer Schneide steht. Die Entscheidung, die muss man akzeptieren, aber ob das so viel Fingerspitzengefühl ist, egal ob es jetzt gegen uns oder gegen jemand anders ist, da bin ich zu sehr Basketballer. Die Schiedsrichter sollen am Schluss nicht das Spiel entscheiden und solche Pfiffe machen. Also das, aber ansonsten, wie gesagt, tut man sich als Sieger leichter, mit den Schiedsrichtern zu leben. Gut, gibt es Fragen von den Kollegen? Ich habe nur noch eine Minute. Ja, wir überziehen auch. Der Schettner legt noch einen Zehner drauf, wenn wir. Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann dürfen wir Ihnen eine schöne Heimreise wünschen. Ich bedanke mich.